Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, Maxton hat uns erwischt. Wie kommt er hierher? Irgendwas stimmt da nicht. Maxton, bist du etwa der Sünd? Uns gefunden, kein Ding. Du irrst dich. Blödsinnige Befehle. Wie hast du uns gefunden? Als ich sie losgeschickt habe, um diese Maschine auszuschalten, hatte ich schon den Verdacht, dass es ihnen schwerfallen würde, meine Befehle auszuführen. Jetzt, da ich hier bin, scheinen sich meine Befürchtungen bewahrheitet zu haben. Was hat es ihnen gesagt, dass sie die Bruderschaft verraten? Warum ist es noch am Leben? Du irrst dich. Noch, weil sie ihm Unrecht getan haben. Ihm? Vance ist kein Mensch, sondern eine Maschine. Ein Roboter. Erschaffen vom Institut. Es entstammt nicht dem Leib einer liebenden Mutter. Es wurde in einem kalten Labor hergestellt. Fleisch ist Fleisch. Maschine ist Maschine. Diese zwei Dinge sollten sich nie verbinden. Indem es versucht hat, Gott zu spielen, hat das Institut das menschliche Leben entweiht und über alle Maßen korrumpiert. Nach allem, was ich für die Bruderschaft getan habe, all das Blut, das ich in ihrem Namen vergossen habe, wie können Sie da so etwas über mich sagen? Du bist die physische Manifestation all dessen, was wir hassen. Technologie, die Grenzen überschritten hat. Sieh dich um, Dance. Sieh dir die verbrannte Erde und die Knochen an, die überall im Ödland liegen. Millionen, vielleicht Milliarden sind gestorben, weil die Wissenschaft der menschlichen Kontrolle entglitten ist. Sie nennen es eine neue Grenze oder sprechen davon, Grenzen zu überwinden und missachten dabei sämtliche Folgen. Siehst du denn nicht, dass das Gleiche wieder passiert? Du bist eine Bombe in einem Arsenal, das Tausende umfasst, bereit, die Überreste der Menschheit zu vernichten. Ernsthaft? Gleiche Überzeugungen. Menschheit retten. Das ist verrückt. Ernsthaft jetzt? Sie vergleichen Dance mit einer Atombombe? Diese Maschine ist vielleicht keine Bombe, aber ihr Zweck ist der gleiche. Platzieren Sie sie dort, wo Sie Schaden anrichten wollen, und wenn Sie es am wenigsten erwarten, führt sie einen tödlichen Schlag aus, ohne Vorwarnung und ohne Gnade. Ein Präzisionsschlag direkt ins Herz des Gegners. Wie können Sie dem Wort einer Maschine trauen, die glaubt, am Leben zu sein? Eine Maschine, deren Gedächtnis gelöscht, deren Gedanken programmiert, deren Seele hergestellt wurde. Die Werte, die sie zu vertreten versucht, sind nicht ihre eigenen. Sie wurden ihr künstlich eingepflanzt, damit sie sich anpassen kann. Das ist richtig. Ich wurde in einem Labor gebaut. Und einige meiner Erinnerungen sind nicht echt. Aber als ich meine Brüder zu meinen Füßen habe sterben sehen, da habe ich Trauer gespürt. Wenn ich einen Gegner der Bruderschaft besiegt habe, spürte ich Stolz. Und als ich ihre Rede über die Rettung des Commonwealths gehört habe, spürte ich Hoffnung. Verstehen Sie denn nicht? Ich dachte, ich wäre ein Mensch, Arthur. Seit dem Tag, an dem ich in die Bruderschaft aufgenommen wurde, habe ich niemals ihr Vertrauen missbraucht. Und das werde ich auch nie tun. Dafür ist es jetzt zu spät. Das Institut hat dir törichterweise das Leben geschenkt. Du solltest nicht existieren. Ich werde darüber nicht länger diskutieren. Meine Befehle sind eindeutig. Es ist in Ordnung. Wir haben unser Bestes versucht. Du hast mich davon überzeugt, dass ich mich meiner wahren Identität nicht zu schämen brauche. Und dafür danke ich dir. Wie auch immer du dich entscheidest, ich gehe ohne Zorn und ohne Bedauern in den Tod. Herzerwärmend. Entweder Sie exekutieren Dance jetzt oder ich tue es, Ritter. Die Wahl liegt bei Ihnen. Ich werd wahnsinnig. Echt. Was ist mit mir? Du richtest ihn hin. Hör mir zu. Ich richte ihn hin. Hör mir zu. Nach all den Opfern, die ich gebracht und all den Kämpfen, die ich für die Bruderschaft gewonnen habe, müssen Sie mich anhören. Das sind Sie mir schuldig. Gut. Ich höre. Vertrauen und Respekt. Er hat Leben gerettet. Du verlierst... Was? Du verlierst und beide. Uns beide, oder was? Vertrauen und Respekt. Wenn ich in meiner Zeit bei der Bruderschaft auch nur einen Teil ihres Vertrauens und ihres Respekts verdienen konnte, würde ich das sofort eintauschen, um Dans Leben zu retten. Ihnen bedeutet das Leben dieser Maschine so viel? Wir scheinen hier nicht mehr weiterzukommen. Dans am Leben zu lassen, würde alles untergraben, wofür die Bruderschaft steht. Aber dennoch bestehen sie darauf, dass er nicht getötet wird. Damit bleibt mir nur noch eine Alternative. Dans, soweit es mich betrifft, sind sie tot. Sie wurden von diesem Ritter der Bruderschaft gejagt und getötet. Und ihre Überreste wurden verbrannt. Von diesem Tag an ist es ihnen verboten, die Pritvin zu betreten oder mit Mitgliedern der stillenden Bruderschaft zu sprechen. Sollten sie diese Regeln ignorieren, werde ich sofort das Feuer auf sie eröffnen lassen. Haben wir uns verstanden? Ja, danke, dass Sie an mich geglaubt haben, Arthur. Verwechseln Sie Billigung nicht mit Mitleid. Der einzige Grund, weshalb Sie noch am Leben sind, ist Sie. Ich kehre jetzt zur Pritvin zurück, Ritter. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich zu verabschieden. Ich erwarte Sie dann wieder auf dem Schiff. Wir müssen uns noch immer um das Institut kümmern.
du bist jetzt echt ein Sünd? Das ist ein Meisterwerk. Also unser Sohnemann hat da ein Meisterwerk geschaffen. Das ist echt beängstigend. Entschuldigung. Man braucht eine Menge Mumm, um Maxen so die Stirn zu bieten. Also was? Freundschaft? Du solltest bleiben. Geh, solange du noch kannst. Freundschaft. Freunde stehen füreinander ein. Komme, was wolle. Das tun sie. Deshalb habe ich mich entschieden, hier zu bleiben. Ich hatte nicht vor, den Rest meines Lebens in diesem alten Horchposten zu verbringen. Aber das hilft jetzt wohl nichts mehr. Außerdem brauchst du noch immer meine Hilfe. Und ich will verdammt sein, wenn ich dich einfach alleine durch das Commonwealth ziehen lasse. Jetzt solltest du besser zurück auf die Pridman gehen. In der Zwischenzeit richte ich mich in diesem Bunker hier ein. Wenn du mich brauchst, findest du mich hier. Alles klar. Und Halen? Synths erschießen. Bis bald. Komm mit mir. Und Halen? Ich glaube nicht, dass Maxin von ihrer Beteiligung weiß. Ihr wird nichts passieren. Ich kontaktiere sie und lasse sie wissen, was hier passiert ist. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Alter, wer ballert jetzt hier? Ein Gasti. Au! Ich weiß nicht, wo die... Was ist denn... Alter! Alter, du Klumpf? Echt? Jetzt ist er echt ein Sünd. Man braucht eine Menge Mumm, um Maxen zu die Stirn zu geben. Ja, ich wurde angeschossen und konnte ich jetzt gerade nicht. Also was? Also, was hast du jetzt vor? Ich habe mich entschieden, hier zu bleiben. Ich hatte nicht vor, den Rest meines Lebens in diesem alten Horchposten zu verbringen. Aber das hilft jetzt wohl nichts mehr. Außerdem brauchst du noch immer meine Hilfe. Und ich will verdammt sein, wenn ich dich einfach alleine durch das Commonwealth ziehen lasse. Jetzt solltest du besser zurück auf die Pridman gehen. In der Zwischenzeit richte ich mich in diesem Bunker hier ein. Wenn du mich brauchst, findest du mich hier. Komm mit mir. Bis bald. Na gut, dann auf bis bald. Dance. Leb wohl. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal unter glücklicheren Umständen. Das wäre schön. Das kann echt nicht. Das ist ja wirklich ein Sünd. Oh, die Munition hier geht auch schon langsam zu Neige. Das ist ja echt ein Sünd. Ich glaube, ich bin. Ich habe gehofft gehabt, dass der Wissenschaftler, der eine Typ, da die Taten verfälscht hätte. Weil den mag ich nicht. Ah, schade. Aber das ist wirklich, also der Sünd ist unserem Sohnemann wirklich exzellent gelungen. Kann man nicht anders sagen. Da hat er wirklich ein Meisterwerk erschaffen. Dass nicht einmal der Sünd selber weiß, dass er ein Sünd ist. Perfekt. Nach deiner Erkundung des Einfach nur perfekt. So. Mal kurz, Momentchen. So. Mal kurz was aufschreiben. So. Du Heilige. War nicht runter. Ich muss rauf, denke ich mal. Ah, nein, brauche ich gar nicht. Nur drüber. War, nicht erschießen. So. Melde mich wie befohlen, Ältester. Bevor wir weitermachen, möchte ich eine Sache klarstellen. Dies wird das letzte Mal sein, dass wir über Dance reden. Was die stählerne Bruderschaft anbelangt, ist er tot. Verstanden? Ja. Ei. Ist er sicher? Verstanden. Zuerst kommt die Bruderschaft. Werde ich nie verstehen. Ist er sicher? Ich werde ihn doch nicht hinter meinem Rücken töten lassen, oder? Ich stehe zu meinem Wort, Ritter. Wenn er sich der stählernen Bruderschaft nicht mehr zeigt, hat er nichts zu befürchten. Natürlich fehlt durch Dans Hinrichtung jetzt ein Glied in unserer Befehlskette. Dieser Verräter hatte eine relativ wichtige Position inne. Ich bin mir sicher, sie werden ihn würdig ersetzen. Seine Quartiere und seine Besitztümer gehören nun Ihnen. Einschließlich seiner persönlichen Power-Rüstung. Herzlichen Glückwunsch, Paladin. Danke. Power-Rüstung ist mir eine Ehre. Keine Enttäuschung. Nicht mal kalt. Nein, ist mir eine Ehre. Ehre, Ältester. Die Sie sich selbst erarbeitet haben. Bedenken Sie jedoch, dass ein Paladin der Bruderschaft unseren Brüdern und Schwestern in seiner Rechtschaffenheit ein Vorbild sein soll. Ich gehe davon aus, dass Sie sie nicht enttäuschen werden. Und mich ebenfalls nicht. Wie dem auch sei, wir müssen uns nach wie vor um das Institut kümmern. Vor unserem finalen Angriff wartet noch eine Menge Arbeit auf uns. Derzeit laufen die letzten Arbeiten an Liberty Prime.
Captain Kells hat eine mögliche Bedrohung unseres Einsatzes identifiziert. Melden Sie sich unverzüglich bei ihm. Ad Victoriam, Paladin. Jawohl. Blinder Verrat, abgeschlossen. Jawohl. Ich kann nicht so kaltherzig sein. Ich schaff das einfach nicht. Ich tue mir das so schwer. Ah, oh, muss ich jetzt überhaupt das Schiff verlassen? Deine Beförderung war mehr als verdient, Paladin. Danke. Na, ist noch auf der Bridwin. Entschuldigung, mein Fehler. Ich muss nochmal rein. Na, ich könnte nicht. Ich kann nicht. Einfach so umbringen, töten. Das. Nee. Na, jetzt will ich wieder jemanden erschießen. Ich wollte eigentlich nur Licht machen. Jetzt. Steck die Waffe weg. So. Irgendwie gehe ich jetzt, ne? Frage wie gefordert, so. Remote-Einheiten alle 30 Sekunden an. Ich muss eine Servus. Angelegenheit melden. Gut, ich höre zu. Nach Norden reisen. Gruppen entflohener Synths gefunden. Arcadia. Kann warten. Nach Norden reisen. Kann warten. Das kann warten. Wenn du das sagst. Ich muss mal kurz eine Angelegenheit melden. Gut, ich höre zu. Warte. Das kann warten. Wenn du das sagst. Ich muss schnell in die Quest schauen. Was muss ich jetzt? Ich will nichts falsch machen. Taktisches Denken. Ja. Für Kingsport Leuchtturm freimachen. Achso, das war das. Na, ist schon das. Aber was soll ich jetzt machen? Ich speichere kurz. Warte, speichern. Unbedingt speichern. Ich mache da sicher was kaputt. Oder falsch. Gut, ich höre zu. Nach Norden reisen? Es bräuchte schon einen verdammt guten Grund, unseren Fokus vom Commonwealth zu lösen. Ich brauche spezifische Informationen. Wovon genau reden wir? Sie bauen eine Siedlung auf. Ihre Zahl wächst, sind... Der sich Thema nennt. Arcadia wurde befestigt. Na? Aufwachen. Sie versuchen, eine Art dauerhafte Siedlung für sich aufzubauen. Abseits des Instituts. Das Institut? Was? Von wem redest du? Wovon redest du da die ganze Zeit? Nix. Ihre Zahl wächst. Es werden regelmäßig weitere Synths dorthin gebracht. Also ist das ein Problem, das wir nicht weiter dulden können. Langsam begreife ich, warum du damit zu mir gekommen bist. Was kannst du mir sonst noch erzählen? Muss ich das machen? Ein Synth, der sich Dima nennt, sammelt Anhänger in Arcadia. Das Ding hat sich einen neuen Namen gegeben? Du meinst, es handelt autonom? Gut, ich habe genug gehört. Du hast gut daran getan, mit dieser Sache zu mir zu kommen. Ich werde schnellstmöglich ältester Maxen davon unterrichten. Wenn er diese Bedrohung beseitigen möchte, brauchen wir Zeit, um Vertibirds für Langstreckenflüge umzurüsten. Ich werde das veranlassen. Bis dahin würden uns weitere Informationen helfen, dafür zu sorgen, dass unsere Aktionen präzise und koordiniert sind. Greif dieses Synths erst an, wenn wir vorbereitet sind. Verstanden? Ah, Paladin. Gut. Jetzt, da die unschöne Sache mit Dance erledigt wurde, können wir zu unseren Kriegsvorbereitungen zurückkehren. Bedauerliche Sache. Keine Rast. Bin bereit. Jawohl, bin bereit. Gut, denn diese Mission erfordert deine volle Aufmerksamkeit. Bevor wir mit dem Angriff auf das Institut beginnen, müssen wir uns um eine andere Gefahr kümmern. Um die Railroad. Diese Gruppe ist zwar klein, aber fähig und nutzt Listen und Guerillataktiken, um ihren Feind zu zermürben. Laut unserer taktischen Analyse könnten sie unseren Einsatz behindern oder sogar gefährden. Dieses Risiko möchte ich nicht eingehen. Wenn wir sie jetzt angreifen, sollten wir den Schaden maximieren können, den wir ihnen zufügen. Na toll. Bedrohung durch Railroad. Ran ans Werk. Gefällt mir. Das ist es nicht wert.
Bedrohung durch Railroad. Trotz ihrer relativ geringen Größe stellt die Railroad eine konstante Gefahr für unseren Einsatz dar. Sie haben sich bereits als widerstandsfähig gegen überlegene Truppen erwiesen und verschwinden, wenn sie in die Enge getrieben werden. Schlimmer noch, sie verfügen über die Möglichkeit, Synths zur Flucht aus dem Institut zu verhelfen. Wenn wir der Bedrohung durch die Synths ein Ende setzen wollen, müssen wir die Lecks stopfen. Um die Railroad zu vernichten, müssen wir zwingend ihre Führung ausschalten, da sie sich ansonsten einfach anderswo neu formieren. Ich habe hier eine Liste der 5 Ziele, deren Tod ihre Befehlskette wohl vollständig zusammenbrechen lässt. Mhm. Keine Gefangenen? Hatte mir mehr erhofft. So gut wie erledigt. Chance nicht genutzt. Keine Gefangenen? Alle sterben. Absolut. Nur so können wir effektiv sicherstellen, dass sie keine Bedrohung mehr darstellen. Bevor du gehst, hat Proctor Ingram noch zusätzliche Aufgaben für dich. Laut unserer Quellen hat die Railroad einen experimentellen Prototypen eines Roboters in ihrem Hauptquartier. Sie nennen ihn die prädiktive Analysemaschine, kurz PAM. Putzig, nicht wahr? Der Roboter führt komplexe, strategische Berechnungen durch, die deutlich effektiver sind als alles, was wir hier hinbekommen. Wenn wir mit diesem Holoband die Sicherheitsvorkehrungen von Pams Terminal knacken können, wird die Einheit gezwungen, auf die Bridwin zurückzukehren. Wir könnten Pams Rechenleistung gut gebrauchen. Falls es nicht anders geht, ist die Maschine zu vernichten. Sie darf nicht dem Institut in die Hände fallen. Okay. Pam wird zu einem Hobby. Unbeschädigt zurückbringen. Kein großer Hacker. Pam? Kannst du mir mehr über Pam sagen? Wir haben kaum Informationen. Ihre Hauptfunktion ist angeblich das Vorhersagen der Zukunft anhand von mathematischen Berechnungen. Keine Ahnung, wie gut die Trefferquote ist, aber wenn die Railroad Pam schon so lange einsetzt, scheint es ihnen ja etwas zu nutzen. Ich bin mir sicher, Proctor Quinlan hätte sie nur zu gern in seinem Besitz. Ich glaube, das sollten genug Informationen für die Mission sein, Paladin. Wenn du bereit bist, solltest du zu Old North Church gehen und dich mit unserem Angriffstrupp treffen. Er unterstützt dich mit Sprengstoff und der Feuerkraft, die du brauchst, um die Railroad zu vernichten. Ad Victoriam, Paladin. Gleichfalls. Ich habe eine Aufgabe für dich, Paladin. Was? Aufgabe? Ja, bin schon da. Ein loses Ende. Jetzt, was noch? Virgil ist immer noch eine Bedrohung. Es wird Zeit, ihn zu erledigen. Eine Bedrohung? Kann ihn nicht verraten. Zustimmen, jetzt nicht. Eine Bedrohung? Ein einziger Supermutant? Dieser Virgil hat die biomedizinische Forschung des Instituts geleitet. Er hat mit FEV experimentiert und es an Menschen getestet. Wie viele Supermutanten hat er erschaffen? Wie viele Leben gingen durch seine Arroganz verloren? Nein, er und sein Werk sind eine Bedrohung. Sie müssen vernichtet werden. Irgendein Plan? Sieht der Plan aus. Halten wir es einfach. Er vertraut dir. Wenn du allein gehst, wird er vielleicht unvorsichtig. Reingehen, Auftrag erledigen, verschwinden. Das ist alles. Na dann, gehen wir's an. Ich kümmere mich darum, Captain. Danke, Paladin. Wegtreten. Amen. So ein Holoband. Erkundungsbericht. Aufzeichnung durch Ritter Wagner. Offenbar war die Information inkorrekt, dass sich in den alten CIT-Ruinen ein Eingang zum Institut befindet. Meine Kundschafter und ich haben die Umgebung tagelang nach einem Weg durchkämmt. Doch das einzige Ergebnis waren ein paar kleinere Verluste, als ein Kontingent Zyns uns in einem alten Tunnel in die Enge trieb. Meine unmittelbare Empfehlung wäre, die Spur zu der Person zurückzuverfolgen, von der diese Information stammt. Ich nehme an, dass ein Ödländer Proctor Quinlan Lügen verkauft, um an ein paar Kronkorken zu kommen. Mhm. Lassen Sie mich zünden, okay. Jo, ich werde es probieren. Gut, dann gehen wir weiter. So. Boah, sollen wir den auch noch umbringen, ne? Nicht gut. Es gibt nichts Neues zu melden, Paladin. Jo, das ist schön. Das ist nicht schön. Boah, machen wir zuerst das hier, ne? Das geht sich heute. Also, das geht sich locker noch aus. Wir haben erst 20 Minuten. Wo schaue ich denn hin, bitteschön?
Na super. So, felsige Höhle. Da gehen wir rein. Jetzt müssen wir den Kerl auch noch umschießen. Na bravo. So, Schnucki. Gut. Schön, dass der Transmitter dich nicht komplett verdampft hat. Sollte es das? Sarkastisch. Er hat funktioniert. Geschickt, um dich zu töten. Er hat funktioniert. Nicht ganz glatt, aber es lief. Sehr gut. Und was ist mit dem Serum? Hast du das Serum gefunden? Kann es nicht finden. Welches Serum? Noch auf der Suche, geschickt, um dich zu töten. Ich habe das Serum nicht gefunden. Ich kann es nirgendwo finden. Tut mir leid. Was? Nein, nein, es muss da sein. Außer Volkert. Verdammt. Der Alte hat meine Arbeit immer gehasst. Wenn er es vernichten ließ, hätte er es nicht mal gewusst. Was soll ich tun? Soll ich etwa so bleiben? Wird schlimmer? Mach das Serum. Du bist frei. Du hast es verdient. Wird schlimmer? Was ist mit dem Virus? Verschlimmert sich dein Zustand nicht mit der Zeit? Ich weiß es nicht. Was, wenn du recht hast? Ende ich vielleicht wie diese dummen Bestien? Nein, so könnte ich nicht leben. Dann tu es nicht. Was jetzt? Tut mir leid, das wird schon. Dann tu es nicht. Solange du noch die Wahl hast. Das schaffe ich nicht. Ich habe nicht den Mumm, mich umzubringen. Aber du könntest es tun. Nur zu. Aber versuche es schnell zu machen. Okay? In Ordnung. Wir laden das nochmal. So. Gewehr. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Supermutanten und Fusionszellen. Es wird sowieso wieder alles geresettet. Keine Panik, Leute, keine Panik. Es wird alles, dauert das einmal alles mit. Babi. So, so. Wir werden ja noch das Institut auch noch machen und dann brauchen wir ihn. Dann lebt er eh wieder. Also das, was wir hier jetzt mit den Paladinen machen und so weiter, wird dann alles nicht mehr geschehen sein. Wow, was war das? Huch, ein Heft. Ich habe es zu schnell weggeklickt. Also, wir sind jetzt wieder schlauer geworden. Sehr schön. So. So, so. Das ist sehr lieb von dir, dass du die Sorgen machst. Hatten wir das schon? Ich hoffe. So, da ist noch ein Treibstöffchen. Ich weiß auch nicht, warum ich das aufsammle, wenn ich eh wieder alles resette. Es ist halt, glaube ich, die Macht der Gewohnheit. Genauso wird es sein. So. Voll wie ein Christbaum. Da ist auch noch was. Sehr gut. Dann gehen wir wieder. Nichts wie raus hier. So, das erste haben wir geschafft. Jetzt können wir die Railroad ausrotten. Ja, schön. Ja. Hervorragend. Solara, 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 Solara. Ich sollte mal ein Schlückchen von meinem Delilein trinken. Wupp, flupp. Einen Moment, ich mach mal kurz stumm. So, Bröstelchen. Ah, sehr köstlich. Bio-Winterzauber oder so irgendwie heißt der. Ein Bio-Tee. Ja, ja. Ja. Seitdem ich mir dieses, was war das? Ich glaube Galileo oder so, ne? Seitdem ich mir die Teeplantagen angeschaut habe, bin ich sofort auf Bio umgestiegen. Sofort. Denn nachdem dort die Erntehelfer schon froh sind, wenn sie nur erblinden, statt zu sterben in der Erntesaison,
Und nachdem ich gesehen habe, wie die düngen und wie die Schädlingsbekämpfung durchführen, brauchte ich keine 2 Sekunden, um zu überlegen, das ist nicht gesund. Und somit kaufe ich alles, was geht, nur noch BioD. Also wirklich zertifizierter BioD. Und die werden hauptsächlich, also die Teeblätter, werden wirklich in den Gebieten angebaut. Das ist nur ein kleines Gebiet, aber das wird geschützt und ist... Was? Ah, jetzt schon wird geballert? Railroad Agent. Ja, der muss ja weg. Na nü? Ah, geht nicht. Wen haben wir da? Railroad. Was? Oh. Entschuldigung. Das war jetzt keine Absicht. Komm. Komm her. Na nü, da treffe ich nichts. Achso, weil ich woanders hinschieße. Wo ist mein Kreuz? So ein Kreuz. Hallo. Jawohl. Da ist noch jemand. Hallo. Sie haben sich versteckt. Geht ja. Na, Bruderschaft wird nicht umgebracht. So, das müsste... Nein, da ist noch jemand. Wo? Wer? Wo? Na, der ist Bruderschaft. Zwing fertig. Mich nicht, dich zu suchen. Da ist tatsächlich noch jemand. Hallo. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, ich bin jetzt einfach mal ein bisschen, herzlos und so. Ich will das hier gut voranbringen. So. Noch jemand? Wir müssten eigentlich hier fertig sein, ne? Da ist noch jemand. Aha, bricht die Tür zu den unteren Stockwerken auf. Okay. Was ist denn hier? So. Lauf, 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 lauf. Oh. Den habe ich nicht beschützen können. So. Wir brauchen mal was zum Trinken. Oh, ich spare mir mal das Loot. Hallo! So! So, das nehmen wir auch noch mit. Ich weiß nicht, womit das Loot. Keine Ahnung. Sprengladung gesichert und bereit, Sir. Boah, ich gehe meinen Weg. Ja, dann... Mach! Boom! Die Railroad leistet nur minimalen Widerstand, Paladin. Komm zurück, verdammt! Weg hier! Weg hier! Weg! Ksch. Jo! Hallöchen! Katschanga, Katschanga, tschüssi! Tschüssi, tschüssi! Nochmal nachladen? Ah. Ich loot das gar nicht mehr, so. Und rein hier. Hallöchen! Hier kommt der Sensenmann. Oder die Sensenfrau. So. Aufgepasst, Leute! Mhm. Alter! Wupp, 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 wupp. Level up erreicht. Vielleicht Schlimmeres, aber...
So. Oh. Das war blöd. Ich habe Pam erschossen. Entschuldigung. Nochmal. Gott sei Dank hat es hier gesperrt. Nochmal. Entschuldigung. Mein Fehler. Ich soll es hier umprogrammieren. Entschuldigung. Entschuldigung. So, nochmal. So, wir sind eh hier. Gott sei Dank hat das hier gesperrt. So, weg mit dir. So, weg mit dir. Da, stirb weg. Na, würdest du abnippeln? Alter, da rief ich nur nix, oder? Ein Fluchttunnel kommt dir gar nicht in Frage, du Gradler. Ja, geh nur nach Hause zu deinem Schatzl. So, Roboter und so, ne? Pam. Hallo. Maßnahmen gegen Eindringlinge aktiv. Diese Einheit unterstützt keine Sprachkommunikation. So, können wir da jetzt irgendwas machen? So, Zugriff auf Aufzeichnungen, neue Prognosemodelle. Aufzeichnungen. Sicherheitsmodus aktiviert. Sprachschnittstelle derzeit nicht verfügbar. Was jetzt? Hä? Bezeichnet Person beschränkt. Endtoken, tut mir leid. Aha, da muss ich mir von ihr. Da muss ich mir da wahrscheinlich was looten. Vielleicht. Klappt das ja? Wow. Hauptquartierschlüssel? Na, wird nicht passen, ne? Nö. Glaube ich nicht. Vielleicht eine Karte oder ein Code oder irgendwas? Habt ihr noch was gehabt? Glory? Na? Der Tüftler? Nicht wirklich. Minigun? Oje. Ja, bibi, bibi. Wie kriege ich die jetzt da raus? K.A. Zugang auf die... Das ist echt blöd jetzt, keine Ahnung. Wie klappt denn das jetzt bitte? Ich habe gerade keine Ahnung. Ist denn hier vielleicht doch noch jemand geflohen? Jawohl, unglaublich überwältigende Geschichte. Du hast eine Ausgabe von unglaublich überwältigender Geschichte gefunden. Du verursachst plus 5 Schaden mit dem Kryolator. Kryolator. Jein, ich würde gern... Boah, Edda. Wie macht man das jetzt? Irgendwie kann ich da nichts hacken und so. Ah, natürlich bin ich jetzt überladen. Edda? Komm mal kurz her, bitte. Ich bin jetzt gerade echt überfragt. Wie geht denn das jetzt? Handeln? Ja.
Nehme einfach mal ein bisschen was von dem Zeug. Das müsste schon passen. Danke. Ich schau mal kurz in die Quest. Was wie jetzt? Programmiere Pam um. Ja, wenn das gehen würde. Bin ich echt so schlecht? Kann ich überhaupt nicht hacken? Pam. Sicherheitsabriegelung aktiv. Keine Kommunikation möglich. Super. Da muss ich sie erschießen. Dann gehen wir wieder. Schade. Ich dachte, ich könnte hacken. Da habe ich mich wohl vertan. So, nichts wie raus hier. So, dann zurück. Bericht erstatten. Die Railroad ist ausgerottet. Hoppala. So. Servus. Die Railroad ist ein Haufen Red-Kakerlaken, der eilig in Deckung krabbelt. Ja, ja. Bin ich jetzt hier richtig? Ich hoffe doch. Na, da ist nichts mehr drin. Wer? So. Dab-dab-dab-dab-ba-ba. So, und nichts wie raus hier. Wer? So. So. Und Bericht abstatten, genau. Bericht erstatten mit R. Ach so, ich hätte es noch lernen können, ne? Theoretisch. Wenn ich das Hacken noch nicht kann. Warte mal ganz kurz. Vielleicht klappt es ja doch. Lade ein bisschen schneller, damit ich nochmal laden kann. Ich glaube, ich bin einfach nur dämlich. Das, ja, ist eh nichts Neues, ich weiß. Na los. Du schaffst das. Lade. Bitte. Ja. Bitte. Ah, jetzt tut sich was. So, Moment, Alter. Level up. Robotik-Experte war das doch, oder? Irgendwo da unten. Scheint aber nichts zu bringen. Irgendwie. Weil wir hatten da schon einen Skillpunkt. Das scheint nichts. Ja. Töte Ticken. Dann machen wir das doch gleich. Bam, 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 bam. Bam, bam, baram, bam. Und ich denke, wenn wir dann das Institut. Wenn wir uns dann quasi im Institut angeschlossen haben, quasi der Gegenpart zur Bruderschaft, wenn dann eben keine weiteren Quests irgendwie auftauchen sollten, dann, ja, ist alles schlecht, gut gemacht, Edda, dann würde ich eben vorschlagen, dass wir hier beenden. So. Jemand da. Alter, wo ist er denn? Wow. Alter Schwede. Okay.
Das gibt's ja nicht. Wo ist er denn? Jetzt ist er da oben? Hä? Echt jetzt? Dann porten wir uns halt hin. War er nicht gerade weiter unten? Der bewegt sich scheinbar, ne, der Kerl. Der ist nicht so leicht zu erwischen. Warum gehst du, Edda? Bist du kaputt? Hey, ja. Ich kann sie nicht reparieren. Schau mal, sie rollt nicht mehr. Ich glaube, Edda ist kaputt. Wusch. Jetzt sag einmal, wo ist denn der Kerl? Der will mich verarschen, oder? Du Kerl. Ich will dich nur abballern, mehr nicht. Und der Part ist auch wieder zu Ende. Na, bravo. So, lade. Bitte. Das wäre sehr nett. Bitte, bitte. Na gut, während er lädt. Okay, schon fertig. Das gibt's ja nicht. Wo ist denn der hin? Ah, jetzt haben wir ihn, glaube ich. Na gut, ihr Lieben, dann beenden wir den Part und im nächsten ballern wir ihn weg. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns... Oder wir schießen ja gleich. So, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!